Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier wieder beim Konverter Ethan. Da vorne ist eine böse Kriegsmaschine, da müssen wir uns jetzt kurz vorbeischleichen. Ich hoffe, ihr kriegt das hin, ohne dass wir Frecken tun. Oh! Keine Kampfmusik, das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Ja, Duras hat es auch geschafft, sehr gut. Hier sollte es nämlich irgendwo eine weitere Quest für uns geben. Vorhin war, glaube ich, ein Ratti. Ob das jetzt da oben ist? Ich musste jetzt ein Bild suchen. Ich habe mich dazu noch nichts angeschaut. Ui, diese Assel. Die brauchen wir. Die gibt nämlich Fleisch für einen Topf. Naja, außer sie will halt nicht sterben, ne? Danke für dein Fleisch. So, ich würde mal sagen, wir bringen jetzt. Psst, jetzt sei laut. Wir bringen jetzt mal hier drüben. Also, wie gesagt, da ist die Kampfmaschine. Ich würde sagen, wir laufen mal hier lang. Da unten scheint einmal niemand zu sein. Das hört sich gerade so an, als wenn jemand was essen würde. Gehen wir mal hier rauf. Da liegt was. Ein Alex für uns, reines Alex. So. Alle Questgeber Hände hoch. Was habe ich denn jetzt gepult? Mein, der Duras. Oh Gott. Alter. Also das Viech kann echt weit spucken. Pff. Muss man echt sagen. Moment, was ist denn da? Da drüben ist auch irgendwas. Warte mal ganz kurz. Ich bin gerade vor der Schauen. Achso, das schaut nur so aus, oder? Achso, das schaut nur so aus. Na, warte! Na, Turas? Wo läufst du hin? Wo ist denn jetzt hin? Ach, Moment! Eine Drohne! Bin schon da! Duras, bitte! Super gemacht, Duras! Wer hat gedacht, hä, was tut denn da jetzt so komisch? Das ist eine Drohne! Okay. Oh, das ist noch eine Kampfmaschine. Ich bin gerade zu blöd, den Questgeber zu finden. Aber ich hoffe, dass ich da halbwegs richtig bin. Ich nehme mal das Zeug hier mit, was da so liegt. Ganz vorsichtig. Nicht, dass wir den Kerl davon pullen. Das ist absolut tödlich. Das haben wir eh schon erlebt. Ich glaube, da hinten schwirrt noch eine Drohne rum. Warte mal. Na, also wir müssten zumindest mal halb richtig sein. Halb richtig ist aber noch nicht ganz richtig. Ich hoffe, ich finde den an, noch den Kerl. Ich hoffe, der ist noch da. Ich hoffe, ich habe nichts verkehrt gemacht, so muss ich schon sagen. Da ist irgendwie aber auch niemand, ne? Warte mal, ich probiere es mal da mit dem Weg da oben. Nochmal einen kurzen. Einen kurzen prüfenden Blick. Hier waren wir, glaube ich, auch nicht, ne? Hier ist auch niemand. Schaut nicht so aus. Dann laufen wir mal hier hoch. Wahrscheinlich habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Das würde mir gar nicht wundern. Da steht aber auch keiner, ne? Aber da waren wir eigentlich schon. Respekt an mich selber, wie ich es geschafft habe, da an dem Questgeber vorbeizulaufen. Weil da unten will ich nicht hin. Da unten. Da drüben war irgendwo diese ekelhafte große Spinne, aber ich fürchte, das wird dann da unten sein tun.
Fürchte ich jetzt mal ganz stark. Jo. Mal schauen, ob ich das Glück habe, ein blindes Huhn sein zu dürfen, das auch mal ein Korn findet. Wir werden auf jeden Fall mal den Kerl da versuchen zu besiegen. Also du, das wird's probieren. Ich kann eh nichts. Jetzt reicht's mir. Ein Wühler. Zack, ich triff gar nichts. Das Schlimme ist, du, das glaube ich auch nicht. Was ist mit diesen Viechern los? Ich glaube, wir sollten hier abhauen. Ich habe gedacht, du, das schafft da was. Da kriegt das aber selber gerade nicht hin. Ich hoffe, dass du das nachkommen tut. Ich laufe gerade irgendwo hin. Weg vom Viech. Ich bin echt zu doof. Ich bin echt zu doof. Oh. Aha, da ist irgendwo eine Drohne, glaube ich. Super. Da rennt mir schon mal alles nach. Die halbe Bevölkerung hier. Ah, Blödsinn, die Spinne haben wir, glaube ich, erledigt gehabt, oder? Ich habe es ehrlich gesagt voll vergessen. Ich bin auch ehrlich gesagt total verwirrt. Ich finde gerade den Questgeber überhaupt nicht an. Wo hat sich der denn versteckt? Das ist echt komisch. Ich bin sicher nur neben vorbeigelaufen. Das wird alles sein. Das wird sein. Ich bin sicher nur neben vorbeigelaufen. Der ist da sicher irgendwo. Vielleicht kommt er aber auch erst später. 20 Jahre später. Au! Du Saufiech! Obwohl, doch. Duras hat da eventuell sogar eine Chance gegen das Vieh. Ein bisschen Schaden hat er schon gekriegt. Wir machen halt noch Damage. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit der Schriftrolle was machen können. Au. Ja, ja. War klar. Mist, wo habe ich denn jetzt gespeichert? Nirgendwo, glaube ich, ne? Mann, ey. Mal schauen, wo wir hier sind. Ja, ich wollte gerade nachschauen, ob ich einen Zauber kann oder so. Wo bist du? Rennst du jetzt hin? Du oder was? Achso, dann geht das Viech lang. Ach, das bringt sie gar nichts. So, warte, das gibt's ja nicht. Wo ist denn der Kerl? Das kann's ja echt nicht sein. Vielleicht bin ich ja nur falsch vorbeigeschlichen. Vielleicht hätte ich eine andere Richtung wählen müssen. Weil da hinten ist so ein komisches Eck, ne? Das schaut ja ein bisschen verdächtig aus. Da drüben. Also hier, ne? Okay, da ist auch niemand. Tja. Tja. Verfolgt mich das Viech jetzt immer noch, oder was? Das kann schon aufhören damit. Da ist ja auch niemand. Falli, das Viech noch nach. Das ist aber hartnäckig.
Vielleicht muss ich darauf. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Ich muss mir, glaube ich, das Kommentar nochmal durchlesen. Das habe ich, da habe ich was verkehrt verstanden, glaube ich. Da, 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 da. Weil es ist wurscht. Irgendwie finde ich da nichts an. Aber die eine Quest haben wir immerhin schon gehabt. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon gut. Aber bei der hier kenne ich. Wow. Kenne ich mich gerade überhaupt nicht aus. Boah. Oh. Ich würde ihm gerne helfen. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das machen soll. Was war denn das eigentlich? War die das? Okay, du, das hat's erwischt. Naja, nicht so schlimm. Tja. Au! Das klappt ja hervorragend. Das klappt hervorragend. Ich fürchte, ich muss mir das Kommentar nochmal durchlesen. Ich bin wahrscheinlich bei der falschen Kampfmaschine. Das kann ich mir gut vorstellen. Jo, ich lese mir das Kommentar nochmal durch und dann schauen wir uns die Quest ein anderes Mal an, würde ich sagen. So, ich hau jetzt hier mal ab. Ich glaube, hier herum ist, glaube ich, auch nichts, ne? Vielleicht kommt der Questgeber ja auch später. Das hatten wir ja auch schon mal bei Gothic, ne? Da war auch nicht alles auf einmal da. Da ist auch jemand verstorben. Das kommt uns jetzt zugute. Da, her mit dem Zeugs. Eine Drüse, sehr gut. Dann können wir auch schon kochen bald. Bei der nächsten Gelegenheit. Nein, ich habe schon gesehen, ich bin einfach nur doof. Was in... Wohl doch bitte einen Kampfmaschine haben wir da auch schon mal. Sind wir quasi auch schon im Kreis gelaufen. Da haben wir uns das auch schon angeschaut. Jo, ich lasse das mal übrig für später. Ich probiere hier wegzukommen. Ich hoffe, dass mir das gelingen tut. Ich laufe mal ein Stück weg. Den Wühler lasse ich übrig. Oder? Ja, lass mir den übrig. Ja, ist wurscht. Das finden wir dann ein anderes Mal raus. Also, das hat man schon. Das heißt, wir kehren zur kleinen Farm zurück. Die gehen wir mal ab. Da wird sich der Typi freuen. Dann kann er zu den Outlaws wechseln. So. Das habe ich witzigerweise gar nicht vergessen. Was wegen, also den Grund, warum er weg möchte von den Berserkern. Hallöchen, Rock. Lass uns über deine Reiseausstattung sprechen. Lass uns über deine Reiseausstattung reden. Ah, warte mal. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Du kehrst zurück oder ich zwing dich dazu. Deine Leute brauchen dich. Ich glaube, persönlich. Deine Leute brauchen dich. Andernfalls ist alles, wofür sie gearbeitet haben, verloren. Warum sollte ich einen Blick auf das große Ganze verschwenden? Weil davonlaufen feige ist. Du meinst, es ist besser, wenn ich mich meinem Schicksal füge? In deinem Fall ja. Ich gebe es nur ungern zu, aber vielleicht ist etwas Wahres dran an deinen Worten. Ich breche gleich auf, sonst reißt Thorgal mir den Arsch noch weiter auf, als er es ohnehin schon tun wird. Warte noch. Warte. Na, laufen. Sprint nach. Halt, deine Waffe. Quatschen, fehlt mir die Zeit. Mist, habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht. Hätte ihm zuerst die Waffe geben sollen. Hätte er dann mehr Punkte bekommen. Ich probiere es kurz aus. Jetzt haben wir uns schon so Mühe gegeben, die Waffe zu holen. Aber andererseits könnten sie wir dann verwenden.
Warte mal ganz kurz. Ihr probiert das jetzt aus. Wahrscheinlich ist es wieder so Entweder-Oder-Geschichte, ne? Also wir tun natürlich speichern, weil wir das gut können. So, also speichern. Und wie gesagt, das mit der mit dieser Kampfmaschine, das schaue ich mich nochmal an, dann gleich, wenn der Part zu Ende ist, und dann kriegen wir das schon hin. So. Reiseausstattung. Lass uns über deine Reiseausstattung reden. Probieren wir mal. Diese Waffe sollte deinen Ansprüchen genügen. Holla, mit dem Teil kann ich ja sogar Berge ebnen. Das ist genau das Kaliber, das mir vorschwebte. Der Typ, der jetzt Ärger mit mir sucht, bereut es ganz schnell. Aha, passt, okay. Dann kann man beides machen. Und natürlich wegen das mit der dem Sache Weltenherz. Mit dem Weltenherz. Ja. Und zurückgehen. Deine Leute brauchen dich. Andernfalls ist alles, wofür sie gearbeitet haben, verloren. Warum sollte ich einen Blick auf das große Ganze verschwenden? Weil der Vonlaufen feige ist. Du meinst, es ist besser, wenn ich mich meinem Schicksal füge? In deinem Fall ja. Ich gebe es nur ungern zu, aber vielleicht ist etwas Wahres dran an deinen Worten. Ich breche gleich auf, sonst reißt Torgal mir den Arsch noch weiter auf, als er es ohnehin schon tun wird. Sehr gut. Und dann hast Popschi weh. So, apropos Lagerfeuer, ich wollte mal diese Drüsen abgebrochen, der neue Outlaw. Achso, ja, das können wir machen, wenn wir selber Outlaw sein möchten. Haben wir da Drüse bekommen? Ich dachte, wir hätten eine Drüse gekriegt, ich wollte das mal kochen. Na, wir haben das nicht. Gut, dann haben wir es halt nicht. Dann würde ich sagen, wir müssten theoretisch auch runter zum Weltenherz, ne? Das ist da irgendwo, ne? Ne, Nesson, ne? Quest. Hauptmission ist es, glaube ich, nicht, ne? Köpfe müssen rollen. Arx wurde von den Alps ausgestoßen und ist nun vogelfrei. Achso, ja, natürlich, den Alp, den wir getroffen haben. Genau. Ein besonderes Stück. Alrik sagt, dass Ragnar ein besonderes Trophäe in seinem Besitz hat. Ein Schwert aus vergangenen Tagen. Er will, dass ich es ihm bringe. Ein Setzling im Wald. Setzling im Wald, das war's, oder? Angri möchte, dass ich im, im verbotenen Tal nach Roga ausschalte. Genau, das ging auch nicht, weil es waren so viele Alps, dass es momentan nicht geht. Alex für den Mana-Schrein, das müssen wir jetzt auch bald mal zurückbringen. Aufbruch zu fernen Ländern. Spurensuche. Suche ein paar versprengte Alpsbegebe. Sie haben einen seiner Trupps überfallen. Er will, dass sie verschwinden. Mhm. Auf der Lauer. Was, glaube ich, überlebenswichtig. Corin hat auf der Flucht vor ein paar Kreaturen seine... Ah ja, natürlich, die Waffe. Fehlender Mann. Da ist er, glaube ich, ne? Ja, ja, das ist er. Die Quest machen wir. So. Auf der Karthöhe müssen wir da runter. Ja, das passt schon. Dann rennen wir halt mal, ne? Ich muss nur sakrisch aufpassen, dass wir nicht in dieses... Dass wir nicht zu dem Gebäude dahin kommen, wo diese ganzen komischen, ekelhaften Viecher sind, die nach unserem Leben trachten. Dieses komische, mutierte Zeugs. Waren wir hier schon? Das Haus kommt mir nicht bekannt vor. Also das mir schon mal... Na, da waren wir noch nicht. Das trifft sich gut. Eine Truhe, die machen wir auch gleich auf. So, und so. Ja, die war einfach. Zu einfach. Ja, die war wirklich zu einfach. Boah, aber die zahlt sie aus. Schau mal. Eine Schachterhose. Schachterhose? Mhm. Heilpflanzen, Elektroschrott, Elexit, kleiner weißer Stein, einfacher Holzpfeil. Perfekt, wir nehmen bitte alles mit. Ja, genau so. Das passt. So. Mächtige Energiespeicher. Nehmen wir auch mit. Oh weh, da knurrt schon wieder irgendwas. Das ist ungesund, wenn da was knurrt. Ja. Mhm. Ein Raptor. Ich muss da weg, ich bin nicht gesund. Sehe ich gerade. Mir fehlt da ein bisschen Energie. Ich flieg mal weg. Hui. Aha. Aber nicht dein Ernst, ich dachte, da oben ist ein Dach, da kann ich stehen bleiben. Wir lassen das.
Wir lassen das. Ich glaube, ich spinne. Na gut, ihr Lieben. Ich spinne noch mal kurz dahin. Ich denke mal... Achso, wir sind eh da. Na gut. Dann ist es nicht so weit zum Hatschen. Es ist unfassbar. Naja, was soll's. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!